Ja, und uns zugeschaltet zu dieser Pressekonferenz ist Dietrich Schulze-Marmeling. Aus Altenberge ist er uns zugeschaltet. Er ist Fußballexperte und Fußballhistoriker. Herr Schulze-Marmeling, viel Neues war da ja nicht, eher viel Erwartbares. Oder haben Sie was rausgefunden aus dieser Pressekonferenz bisher, was Sie überrascht hat? Nein, nicht wirklich. Die Beweggründe von Löw waren mir eigentlich klar. Ich finde die Entscheidung von ihm auch klug und richtig. Er kann sich so voll auf die EM fokussieren. Es gibt ihm auch die Freiheit, Spieler wie Müller und Hummels wieder zurückzuholen, weil er nicht über diese EM hinausdenken muss. Dieser Prozess des Umbaus, der Erneuerung, der ist ja so ein bisschen auch durch die Pandemie sicherlich ins Stocken geraten, ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt kann er einfach zum Abschluss sagen, ich biete einfach die Leute auf, die zu diesem Zeitpunkt am besten zusammenpassen und für ein hohes Niveau garantieren und muss mir keine Gedanken darüber machen, wer 2022 in Katar spielt, wenn ein Mats Hummels dann 34 ist und ein Thomas Müller, glaube ich, auch schon 33 ist. Hieße aber für die Nationalmannschaft ja Stillstand. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er fährt zweigleisig. Er hat ja auch schon einen kräftigen Umbau betrieben. Und was ich neulich mal bei ihm herausgehört habe, ist, dass er die Qualifikationsspiele durchaus gedenkt, noch mit dieser, ich nenne es mal so, Perspektivmannschaft zu führen, aber dann in das Turnier anders reinzugehen. Aber wie gesagt, er hat ja neue Spiele auch schon eingebaut, aber er wird das nicht so exzessiv begreifen. Und in der Innenverteidigung sind die Probleme ja evident. Da fehlt uns ja einfach Qualität. Und Thomas Müller kann in seiner jetzigen Form sicherlich der Nationalmannschaft auch helfen. Wobei man nie vergessen sollte, bei dieser sehr umstrittenen Entscheidung von Löw damals bezüglich Hummels und Müller, dass beide in Russland ein schwaches Turnier gespielt hatten, vor allem Müller, und Müller auch beim FC Bayern damals in einer Formkrise steckte. Das hat sich ja mittlerweile ja geändert. Herr Schulze-Marmeling, ziehen Sie für uns mal eine Bilanz dieser, ich habe es eben schon gesagt, es ist eine Ära gewesen, 15 Jahre war Jogi Löw deutscher Bundestrainer. Also ich bin ihm sehr dankbar, weil er den deutschen Fußball anfangs mit dem, ich nenne es mal so, Projektmanager Jürgen Klinsmann an seiner Seite zum Positiven verändert hat. Wir haben uns taktisch weiterentwickelt, wir haben uns spielerisch weiterentwickelt, wir haben großartige WM-Turniere gespielt. 2010 hat mir fast noch besser gefallen, muss ich sagen, als 2014, dann mit dem WM-Titel. Wir sind Weltmeister geworden, sind zweimal Dritter geworden. Nach 2014 hat Löw, gehörte gerade Löw zu den Mahnern, die gesagt haben, das muss nicht so weiterlaufen, sondern wir haben perspektivisch, wir haben ein paar Probleme im deutschen Fußball haben. Flick hat das ganz ähnlich gesehen, da ging es auch gerade um die Ausbildung im deutschen Fußball. 2016 hätte man Europameister werden können, ist, finde ich, ein bisschen unglücklich im Halbfinale gescheitert. Und 2018 war dann halt nichts mehr in Russland. Da ist die Mannschaft ausgelaugt, überschätzt, auch hingefahren, hat einfach auch nicht gut gespielt. Da war deutlich, dass man auch etwas verändern muss. Aber ich hätte ihm auch zugetraut, da bin ich völlig mit Oliver Bierhoff, dass er auch diesen Prozess noch hätte weiter fortsetzen können, also der Erneuerung. Sie sind ein großer Fan, wie ich höre. Eine letzte Frage hätte ich natürlich noch. Was kann danach kommen? Da wurde natürlich heute nachgefragt. Es wurde explizit zum Beispiel nach Hansi Flick gefragt. Wer ist denn Ihr Favorit? Ich habe keinen echten Favoriten. Man muss erst mal sehen, dass die absoluten Top-Trainer nicht unbedingt Nationaltrainer werden wollen, weil der Job eines Nationaltrainers ist kein unbedingt dankbarer. Sie verbringen nur wenig Zeit mit der Mannschaft. Sie haben ja wenig Chancen, so eine Mannschaft zu entwickeln. Sie müssen mit den Spielern klarkommen, die ihnen der deutsche Fußball liefert. Sie können nicht den Scout nach Südamerika schicken, bitte einen neuen Linksverteidiger zu holen. Das geht alles nicht. Und Löw hat ja immer ein bisschen das Verständnis gehabt eines Vereinstrainers. So ist er eigentlich rangegangen an die Nationalmannschaft. Das hat dann ja auch die großen Vereine ein bisschen genervt, zumindest zeitweise. Ich denke, jemand, der sich momentan ins Gespräch bringt, ist Ralf Rangnick, den ich auch für sehr fähig halte. Man muss nur wissen, das ist auch einer, der gibt sich nicht mit dem Job des Trainers zufrieden, sondern der wird auch in der Ausbildung mit, in der ganzen Konzession will er mitreden wollen. Das ist auch nicht nur Trainer, eben, sondern auch ein Projektmanager, ist ein unbequemer Mann. Ist die Frage, ob der DFB so einen will. Die Bundesligisten dann möglicherweise auch nicht so begeistert. Naja, und verbandsintern steht Stefan Kunz sicherlich zur Diskussion. Hansi Flick finde ich überragend, muss ich sagen, aber ich glaube nicht, dass Flick seinen Job bei Bayern München räumen wird. Vielen Dank, Herr Schulze-Marmeling. Wir werden es erleben. Der DFB selber hat ja heute gesagt, Sie sind froh, dass Sie so viel Zeit haben.
Alles klar. Gut.